Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Im letzten Part haben wir uns hier auf Brio durch einige weitere Räume gekämpft und irgendwie langsam sieht es wirklich so aus, als würden wir irgendwelche temperierten Waffen bekommen, also Plasma Beam und Ice Beam vielleicht oder so, keine Ahnung, wie gesagt, schreibt es noch nicht. Ich will es selber herausfinden, aber es deutet bisher alles darauf hin. Auf jeden Fall sind wir am Ende des letzten Parts ein bisschen hier in diesem Raum gehangen. Ich habe mir jetzt nochmal ganz, ganz kurz offscreen umgeguckt und habe jetzt schon herausgefunden, was ich tun muss. Ich habe noch nichts weiteres gemacht, aber ich habe schon gesehen, was ich jetzt tun muss. Und zwar, wir haben ja viele verschiedene Fähigkeiten. Und eine Quasi-Fähigkeit, wenn man so will, habe ich noch nicht ausprobiert, nämlich einfach mal mich an diese Dinger hier nah ranstellen, denn dann kann ich mit dem interagieren. Ich weiß noch nicht, was jetzt passieren wird. Ich habe nur gesehen, okay, ich kann damit interagieren und das war es wahrscheinlich auch schon. Was? Ich muss pumpen. Achso, guck mal. Das ist ja witzig. Und jetzt geht's, okay, jetzt geht's auch schon weiter. Also das war das einzige Problem. Wir mussten einfach nur danach hingehen an das Ding und dann geht es auch schon weiter. Denke ich mal, kann ich es mit dir auch machen? Nein. So, kann ich jetzt euch entzünden? Das ist jetzt auch wieder Brengel. Kann ich jetzt hier rein? Okay, jetzt habe ich hier einen Durchgang. Kam das jetzt daher, da ich das entzündet habe? Oder weil ich da hingegangen bin? Ja, wahrscheinlich, weil ich es entzündet habe. Ich mache es jetzt auch mal mit dir schnell. Ich kann hier durchschießen. Und genau, jetzt habe ich die umgedreht. Ich komme hier durch und wir kommen an neue Orte. Yay. War doch eigentlich gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Aber ja, wie gesagt, ich habe halt immer versucht, das irgendwie abzuschießen oder so. Das Problem ist aber, wenn man an solche Orte hingeht, wo man interagieren kann mit A, und man versucht, die abzuschießen, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird einem da gar nicht angezeigt, das war gerade eben zumindest schon, dann wird einem da gar nicht angezeigt, dass man A drücken kann. Und ich habe halt viel geschossen und bin halt nie drauf gekommen, da nah ranzugehen einfach mal. Und das war auch schon der ganze Trick. Okay, also ging jetzt dann doch relativ schnell weiter. Ich habe nur ganz, ganz kurz mich dann umgucken müssen und habe es dann relativ schnell herausgefunden, was wir jetzt hier eben tun müssen. So, und hier mit dir kann ich jetzt wieder diese Plattform da ein weiteres Mal erhöhen, denke ich mal. Genau. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich dann noch ein weiteres Mal in dem Raum hier machen und dann kommen wir an neue Orte. Deswegen mal gucken, ich bin schon sehr gespannt, wie das dann noch so weiterhin hier in dem Raum ablaufen wird. Und das ist ja schon ein sehr großer Raum auch, deswegen, ich würde eigentlich schon vermuten, dass wir hier auch irgendeine coole neue, oh, das sind aber jetzt neue Gegner, das ist interessant. Die sehen aber so aus wie die anderen, keine Ahnung. Ich würde schon vermuten, dass wir hier eigentlich eine neue Fähigkeit bekommen, weil es ein großer, auch rätsellastiger Raum ist. Und in solchen riesengroßen, rätsellastigen Räumen kriegt man häufig irgendwelche tollen neuen Fähigkeiten. Und es wird auch langsam mal Zeit, dass wir jetzt halt einen Plasma-Beam bekommen. Auch wenn es den hier vielleicht gar nicht gibt, aber es wirkt, wie gesagt, so. Und da links oben beschießt mich gerade übrigens einer. Pumpenturm in medianer Position. Zum Einleiten der nächsten Stufe muss wieder, ja, ich weiß, aber erstmal mich jetzt euch scannen. Ihr seid neu, wie gesagt. Und zwar bist du ein adulter Kraknol, okay? Ein Erwachsener von denen. Hält den meisten Waffen stand empfindlich gegen physische Reizung. Der Kennzeichen der ausgeprägte Hinterleib der adulten Kraknol stellt ihren größten Schwachpunkt dar. Durch einen starken Ruck lassen sich Kraknols förmlich zerreißen. Wow. Explosionsstöße erlauben es, sie zeitweise zu betäuben. Dadurch lassen sie sich leichter erfassen. Okay, verstanden. Interessant ist ihre Fähigkeit, ein Energiefeld um sich herum zu generieren, das sie effektiv vor Beambeschuss schützt. Kraknols durchstreifen ihr Gebiet als listenreiche Räuber auf der Suche nach unachtsamer Beute. Potenzielle Opfer überwältigen sie zunächst mit Stößen von Phasenenergie, um sich dann auf sie zu stürzen und sie zu erlegen. Die ausgewachsenen Exemplare besitzen zudem ein äußerst widerstandsfähiges Außenskelett. Okay, also erst abballern und benommen machen und danach kann ich sie auseinanderreißen, wenn ich will. Ich meine, ich kann ja auch jetzt schon die auseinanderreißen. Jetzt hat er seinen Schutzschild gemacht. Ich will, glaube ich, die erstmal betäuben, wenn ich das schaffe. Aber irgendwie haben die, oder haben die einfach immer ihren Schutzschild? Ich dachte, ich müsste den betäuben, indem ich ihn abschieße und dann, aber ich mache es dann einfach mal so und zerreiße ihn jetzt schon. Und bam, okay. Das ist aber, als mir das gerade erklärt wurde im Bericht, das hörte sich schon sehr brutal an, sie zu zerreißen. Aber ich dachte, dass ich die jetzt auch schon so abballern könnte und dann betäuben könnte, dass sie dann eben ruhig in der Luft stehen bleiben, dass ich sie dann noch einfacher zerreißen kann. Aber den kann ich offenbar gar nicht. Ich muss es hier mit Grapple machen, aber ist auch in Ordnung. Und jetzt ist es sogar so, dass das Grapple-Zeichen jetzt sogar gar nicht mal mehr kommen muss. Ich kann jetzt auch schon so die außer... Ja, mach halt. Hallo? Jetzt kann ich... Warum kann ich jetzt nicht? Okay, jetzt geht... Warum ging es jetzt nicht? Das ist interessant. Warum geht's bei dir nicht? Hä? Ich... Hä, was zum... Warum kann ich jetzt... Muss ich stärken? Nee. Okay, ist komisch. Ich mach erstmal die anderen. Vielleicht geht's bei dem aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich weiß nicht genau, wieso. Bei dir ging's. Hä, warum geht's bei dir nicht? Bin ich blöd? Hä, warum... Hä, ich hau den Nunchucks nach hinten? Wie nochmal was, aber... Los, Samo, streng dich an, aber irgendwie geht's nicht. Das ist seltsam. Keine Ahnung. Das ist jetzt komisch. Ich warte mal, bis der... Ich meine, der ist auch gerade komisch. Der Typ, ich warte mal, bis er mich da angreift. Gehört es so, dass der jetzt gerade... Irgendwie sieht der aber auch jetzt ein bisschen buggy aus, weil der... Der macht jetzt gar nichts mehr. Seht ihr das? Der ist ja einfach nur so und fliegt gegen diese Mauer... Oder nicht Mauer, aber gegen diesen Stab da irgendwie. Und der macht nichts mehr. Gehört das jetzt so? Das ist ein bisschen seltsam. Und sein Schutzschild ist aber immer noch da.
Ich glaube, das gehört jetzt nicht so, was jetzt gerade hier ist, aber na gut. Ich hoffe, ich muss nicht alle Gegner besiegen, dass irgendwas passiert. Lagerungssystem blockiert, Druckniveau kritisch zum Ablassen des Skills, Ventilklappe entfernen. Okay, ja, machen wir auch wieder so. Bam. Macht er jetzt was anderes? Nein. Was? Das ist sehr komisch. So, damit habe ich jetzt hier... Kann ich es hier Brenngel ablassen? Okay. Ich lasse mal den Typen einfach in Ruhe. Ich hoffe, dass der mir jetzt nicht gleich im Weg sein wird. Oder dass ich halt alle Gegner hier besiegen muss in dem Raum. Das wäre sehr schlecht. Dürfnisregulatoren aktiviert, System auf Normalleistung, Wartungsschacht geöffnet. Okay. Und dahin kann ich aber nochmal was scannen. Den Morphball-Durchgang da. Pumpenterminal wurde betätigt. Geldurchflussregulatoren aktiv. Diese Energie-Einheit bleibt ausgeschaltet. Okay. Und ich komme schon fast hier nach oben. Aber auch nur fast leider. Ein bisschen was fehlt noch. Okay. Aber ist kein Ding. Kriegen wir schon hin irgendwie. Aber du bist echt sehr seltsam, Kollege, wenn ich das mal so sagen darf. So, und zwar, jetzt ist wieder die Frage, wo ich jetzt weitermachen kann. Das ganze Pumpenzeug hier habe ich ja schon gescannt. Schon im letzten Part. Nimmt überschüssiges Brenngel auf, Kapazität voll ausgelastet. Also ich kann hier irgendwie, glaube ich, mit dem Morphball dann so entlang rollen. Ich muss erstmal herausfinden, wo ich jetzt wieder hin kann. Okay, ich kann jetzt das hier auch nochmal scannen. Machen wir schnell. Ventilklappe entfernt, Brenngel kann nun entzündet werden. Achso, also hier einfach. Aber ist jetzt... Ist jetzt der Typ im Weg? Aber muss ich das jetzt... Oder okay, oder muss ich da oben entzünden? Oder da oben? Nee. Nee, eigentlich aber... Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es gerade nicht so... gehört, wie das jetzt gerade hier vorgeht mit dem Typen da. Okay, okay, jetzt kann ich ihn... Jetzt ist er wieder weggekommen. Hör mal auf, da jetzt immer hinzugehen. Oder ist das einfach ein Verhalten von dem, dass der immer zu dem Brenngel hingeht? Warte mal, ich bin jetzt aber... Geh mal jetzt weg da und komm her. Hä? Was macht denn der Typ? Ich weiß nicht, ob das wirkt komisch jetzt irgendwie, was der macht. Weil der geht da immer hin, wie verrückt. Und das ist seltsam. Ich meine, ich muss das Brenngel in Brand setzen, aber sein Schutzschild ist im Weg. Ja, vielleicht gehört es auch doch so. Aber sein Schutzschild ist im Weg. Und deswegen kann ich das nicht in Brand setzen hier. Oder ich muss es halt doch woanders in Brand setzen. Vielleicht doch da. Aber ich glaube schon, dass ich das hier machen muss, wo es rauskommt. Würde auch Sinn machen, weil ich habe es ja gerade eben extra da rausgelassen. Und jetzt kann ich es entzünden und dann komme ich da an neue Orte. Kann ich da unten wieder was Neues scannen? Nein. Aber der Typ ist halt im Weg. Warum bist du im Weg? Das ist total kacke. Ich kann ihn hier nicht treffen. Und wie gesagt, das klappt nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht wieso. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich kann ihn nicht hier zerreißen, wie die anderen. Und wenn ich eine Missile auf ihn schieße, dann geht er zwar kurz weg... Aber er fliegt danach sofort wieder hin und ich habe gerade probiert, ob ich schnell genug sein kann. Aber kann ich, glaube ich... Ne, kann ich nicht, weil danach... Ich kann danach nicht treffen. Und ich habe ja auch nicht unendlich viele Missiles. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich schieße einfach mal ein paar auf den. Ja, es passiert immer dasselbe. Ja, und... Ja, wenn ich so ihn treffen will, dann geht's auch nicht. Hä? Das ist so cool. Was macht denn der Typ da? Ich habe keine Ahnung, ob das so gehört. Das wirkt so, als würde es nicht so gehören irgendwie. Aber vielleicht auch doch, weil ich meine, das Problem ist natürlich, dass sein Schutzschild genau im Weg ist. Und es wirkt so, dass ich halt den erst irgendwie anders... Dass ich eine andere Möglichkeit finden muss. Wie komme ich jetzt eigentlich hier nach oben? Hier. Dass ich eine andere Möglichkeit finden muss, um den Typen zu töten. Als normalerweise. Um das jetzt eben in Brand setzen zu können. Aber warum geht das denn nicht? Das ist so seltsam, finde ich. Hey, jetzt kann ich... Jetzt lässt sogar Samus sofort... Hä? Jetzt kann ich den nicht mal mehr anvisieren. Immer nur kurzzeitig. Hä, also irgendwas ist hier gerade nicht richtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ich werde mal kurz, glaube ich, den Raum verlassen sogar schnell. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Keine Ahnung. Ich werde mal kurz verlassen und wieder neu reingehen. Das heißt, jetzt respawnt der Typ und der... Okay, es war knapp. Hoffentlich respawnt er jetzt, der Typ, und ist nicht wieder... Ne, er ist immer noch da. Hä? Ich check schon wieder gar nichts. Kann ich dich jetzt eigentlich... Ne, scannen kann ich den auch nicht nochmal. Hält den meist empfindlich gegen physische Reizung. Ja, schön. Aber... Ach, jetzt? Ich muss den... Hä? Okay, ich muss den erst scannen. Jetzt ist das Ding auch da. Aber ich kann ihn nicht töten. Okay, also... Das Zeichen erscheint immer nur bei den Viechern, die ich auch wirklich gescannt habe. Also ich muss da jeden einzelnen scannen, quasi. Oder ich muss nicht, aber ich kann. Als habe ich es doch geschafft, das zu treffen. Obwohl er jetzt im Weg stand. Und jetzt kann ich ihn auch... Ja, also ich habe das Gefühl, das gehörte gerade nicht so. Das wirkt jetzt sehr komisch. Also ich habe jetzt irgendwie an dem Typen vorbeigeschossen, offenbar. Und konnte es hier trotzdem in Brand setzen. Das Ding. Oder vielleicht habe ich einfach einen Charge... Aber ich habe doch da vorhin auch schon mit Charge Beams drauf geschossen, oder? Ich meine, das Schutzschild von dem war ja im Weg. Das war jetzt sehr seltsam auf jeden Fall. Ist ja auch egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft, so irgendwie. Es geht aber sehr schleppend hier in dem Raum voran, muss ich zugeben, weil das irgendwie alles hier seltsam ist. Aber na gut. So, jetzt kann ich auf jeden Fall... Hier oben komme ich immer noch nicht hin, ne? Nee. Jetzt kann ich auf jeden Fall... Aber ich kann hier wieder was Neues machen, oder? Ja, das ist ein neuer Gegner. Will ich mal kurz hier scannen von außen. Und so bist du eine Phasen-Rollschabe. Okay, Rollschaben kennen wir, glaube ich, auch schon aus anderen Metroid-Spielen. Lädt sie zur Verteidigung auf, lässt sich mit Sprengkörpern zerstören.
Räuschammern bewohnen in der Regel enge Zwischenräume, weshalb sie oftmals die Passagen durch Tunnel erschweren. Durch Bomben lassen sie sich jedoch einfach bekämpfen. Phasenräuschammern zählen zu den Bodenschädlingen und sind imstande, ihre von einem harten Gehäuse umschlossenen Körper mit Phasen aufzuladen. Im aufgeladenen Zustand rollen sie sich zum Schutz zusammen und versuchen, ihre Gegner zu rammeln. Okay, ich denke mal, von außen kann ich die noch nicht angreifen, das wäre auch ein bisschen lame, wenn ich das könnte. Oder doch, kann ich sogar. Weil jetzt rollt er nämlich wie verrückt rum. Was ich jetzt gerade aufgeladen habe. Kann ich den sogar von hier auch schon töten? Das wäre interessant, aber mache ich jetzt mal nicht. Ich meine, das können wir auch mit Morphballbomben eben gleich machen. Ist ja kein Ding. So. Und jetzt kann ich eben hier entlang rollen, genau wie ich schon vermutet habe. So. Alles klar, wir machen Fortschritt, Leute. Zwar langsam, also es dauert hier wirklich sehr lang. Ich meine, der Raum ist natürlich auch riesengroß. Muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem ist hier auch alles komisch im Raum irgendwie, finde ich. Okay, an der eine Morphballbombe reicht auch schon aus. Also so sind die auf jeden Fall einfacher zu besiegen. Ja, das war jetzt aber auch blöd. Kann ich hier gegen das Sprengel was machen? Oder gegen das Feuer da? Nein, okay. Ich muss einfach hier andere Wege drumherum finden, wenn man so will. Okay. Zack. Achso, okay. Jetzt, ich muss den Block nach unten lassen und jetzt kann ich hier hin. Okay, und hier muss ich kurz warten und das richtige Timing haben. Nämlich jetzt. Okay. Und damit komme ich hier hin. Kann ich hier rein? Nein. Nein. Aber ich bin, glaube ich, wieder an einem neuen Ort, wo ich auch wieder so ein Ding aktivieren kann. Genau. Werden wir auch gleich machen. Und damit dürfte ich dann die Plattform in ihre maximale Position erheben können. Ja, deswegen mache ich es auch mal schnell. So. Und dann kriege ich jetzt damit gleich irgendwas Tolles oder so. Wir hoffen es einfach mal. So, ein weiteres Mal, ein letztes Mal auch, hoffe ich. Ja, oder ich komme jetzt, oder was natürlich auch sein kann. Ja, da kommen immer wieder neue Gegner raus, leider. Was ist jetzt los? Jetzt sind da auch Säulen. Was? Okay, habe ich jetzt, also jetzt läuft das alles auch wieder hier. Pumpenturm in Endposition, Brängelpumpensysteme sind nur einsatzbereit, okay. Alles klar, und euch kenne ich ja schon, genau. Okay, also ich habe jetzt direkt nichts bekommen, aber ich komme jetzt trotzdem an einen neuen Ort, nämlich mit diesem einem Ding da, wo ich mich jetzt festhalten kann oder so, mich dann gleich hochziehen kann. Das wird, glaube ich, auch komisch werden. Grün markierte Griffkanten bieten bei Sprüngen einen Halt. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich trotzdem gleich runterfallen, ich sehe schon kommen. Ah, ne, okay. Dann kommt eine kurze Sequenz und Samus zieht ihn nach oben. Alles klärchen. Und was seid ihr? Gar nichts. Und ich muss einfach den Raum verlassen. Ich kriege hier gar nichts mehr. Das ist so ein... Okay, das Ding habe ich jetzt nicht mehr gescannt übrigens, aber das ist dasselbe wie die anderen, dass ich hier so nicht so mit dem machen kann. Also nichts Besonderes. Das ist interessant. So ein Riesenraum und ich darf jetzt einfach nur weiter. Ich habe jetzt schon eigentlich erwartet, dass ich hier irgendwas Tolles bekommen werde noch, aber... Aber offenbar ja nicht. Na gut, dann halt weiter. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas Tolles, weil ich will jetzt mal wieder eine neue Fähigkeit haben, irgendwie. Weil neue Fähigkeiten sind immer cool. Was bist du denn? Der Golem-Aufsatz bleibt geöffnet und gibt fortwährend Brenngel ab. Okay, interessant. Und was ist das hier? Ranke scheint brennbar zu sein. Dicke Borkenschicht verhindert Entzündung durch Beschuss. Okay. Ne, ja, was zum Teufel? Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Und wie Samus gerade auch geschrien hat, ey. Ich komme ja nicht mehr nach oben, toll. Ich werde gleich sterben, ich sehe schon kommen. Ja, so ist es jetzt, glaube ich, nicht gedacht, wie ich das hier mache. Aber warum ist der Typ auch in mich reingeflogen, der Arsch? Was sollte das? Mann, ey. Total unfair. Ich kann das aber nochmal. Achso, okay, ich kann die Brühe selber auch scannen. Rohes Brenngel ist instabil und kann mit einer starken Explosion entzündet werden. Okay. Verstanden. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Und zwar, ich kann die Ranken dann nämlich zerstören. Wenn ich genau im richtigen Moment den Typen abballere, was ist eigentlich da noch für ein Durchgang? Komme ich da irgendwo hin? Ja. Okay. Da ist dann ein weißer Durchgang. Das ist interessant. Vielleicht kann ich, wenn es hier einen Ice Beam geben sollte, vielleicht kann ich mir mit dem Plattformen hier erschaffen. Das wäre natürlich richtig. Was, ein neuer Gegner? Okay. Vielleicht kann ich mir mit dem Plattformen erschaffen in dem Brenngel. Das wäre natürlich ziemlich cool. So, jetzt. Genau. Das wollte ich machen. Sehr schön, das verbrennen. Und einen Missile-Container kriegen wir geschenkt. Sehr schön, den nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Und ich will... Was meint ihr denn gegen diese ekligen Viecher da? Wie kann ich denn die eigentlich scannen? Weil die sind viel zu kurz draußen nur. Für meinen Geschmack. Erstmal ein Missile-Container. Ja, kann ich die irgendwie sehen? Vielleicht da links sind solche Blower-Blasen. Kommen die jetzt da gleich nach oben? Vielleicht. Ich will euch scannen. Ganz gerne. Aber natürlich, jetzt kommen sie nicht mehr. Muss ich die abschießen? Und dann kommen sie? Nee. Warum kommen die jetzt? Mann, ich hasse euch. Und da ist sogar auch noch ein Durchgang. Wo führt denn der hin? Der ist nicht eingezeichnet. Ja, das ist jetzt wieder blöd, weil ich bin natürlich wieder extrem neugierig. Ich weiß nicht. Ich meine, also wir stehen da direkt vor dem Speicher, oder? Da ist ja einer. Ja.
Ich werde jetzt noch mal ein bisschen entlang gehen. Ich bin wahnsinnig, ich weiß. Aber ja, wir nehmen gar nicht so viel Schaden. Ah, das ist ein Mister-Container, aber da komme ich nicht hin, glaube ich, oder? Nein, schaffen wir den Sprung? Nein, okay. Sollen wir es einlassen? Ja, also entweder kriegen wir später mal dann den Gravity Suit und mit dem kann ich dann zumindest hier mich halt ein bisschen, ja, ein bisschen auch in der Lava freier bewegen, auch wenn es mir da auch nicht wirklich gut geht. Aber ich kann dann zumindest höher springen. Oder ich kann halt wirklich irgendwie, das wäre natürlich ziemlich episch, wenn ich mit dem Eisbeam mir Plattformen hier in dem Brengel erschaffen könnte. Das wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil das wäre auch ein cooles Prinzip, dass man hier überall Brengel hat und man sich da mit dem Eisbeam immer Plattformen, ach, das ist nervig, immer Plattformen erschaffen muss, um dann eben hier weiterkommen zu können. Das fände ich ziemlich cool, die Idee. Deswegen mal gucken. Ich will eigentlich ganz gerne noch die Typen zu Ende scannen. Ich glaube, ich muss immer so tun, als würde ich gehen. Oder so. Na, jetzt habe ich natürlich gerade den... Och, Mann, ey. gerade den Scanner wieder weggepackt. Ist das nervig, ey. Ich glaube, ich sollte es eher später machen, zu scannen. Aber ich kann es gleich jetzt machen. Deswegen... Ich würde es eigentlich auch ganz gerne jetzt machen. Aber die kommen so selten raus. Kann ich denn irgendwie bewirken, dass sie sofort, wenn ich mich da hinstelle? Kommen die sofort raus? Nein. Ja, die kommen irgendwie gar nicht raus, die Typen. Ich will noch mal einmal kurz warten. Aber... Ja. Ja, wir haben es aber schon fast. Es muss nur noch einmal einer angesprungen kommen, dann haben wir schon. Ja, das werde ich jetzt noch schnell machen. Das ist vielleicht langweilig, aber ich meine, das müssen wir früher oder später eh machen. Und ich will es jetzt machen, weil ich finde es mal ganz cool, wenn man irgendwie schon Sachen früher machen kann, als man sie eigentlich vielleicht machen sollte, so irgendwie. Okay, sehr schön. Du bist ein Gelrochen. Passive auf dem brüheimische Lebensform. Also dieses ja passiv ist, habe ich gemerkt, ja. Gelrochen sind friedfertige Organismen, die auf dem Brio heimisch sind. Sie gehören zu einer der wenigen Spezies, welche die ätzenden Brenngeziehen bewohnen. Seiner einzigartigen Haut sowie seiner Form verdankt es der Gelrochen, dass er dieser aggressiven Umgebung trotzen und sich darin fortbewegen kann. Die Hauptnahrungsquelle dieser Spezies sind kleinere Organismen, die ebenfalls im Brengel vorkommen. Es wurde jedoch beobachtet, dass die Rochen gelegentlich auch aus ihrem Habitat emporspringen, um Insekten zu vertilgen, die knapp über der Geloberfläche fliegen. Interessant, aber vielleicht muss ich einfach dann drüber schießen und sie denken, das wären Insekten. Sind die so blöd? Nee, okay, ja, die kommen, glaube ich, wirklich einfach völlig random. Und was, wenn ich die besiege, das würde mich auch noch interessieren, eigentlich. Ich meine, die sind ja sehr passiv, wie wir gelesen haben. Deswegen, die dürfen eigentlich auch nicht viel aushalten, behaupte ich mal. Und vielleicht kriege ich von denen irgendwas Tolles sogar. Ich wüsste mal nicht wieso, aber. Ich will es mal noch einmal kurz testen. Ich weiß, ich bin wieder. Ja, nicht getroffen. Ja, lassen wir es jetzt. Wir gehen einfach weiter. Wir wollen wieder ein bisschen mehr Action haben. So, und hier ist jetzt ein Speicher eben. Glaube ich, genau. Und ich will mich auch schon ganz gerne heilen. Also, ja, heilen will ich auf jeden Fall. Aber ich will mal kurz was testen. Und zwar, kann ich denn eigentlich, wenn ich jetzt auf Nein gehe, werde ich jetzt trotzdem geheilt? Okay, dann muss ich nämlich gar nicht speichern. Das ist ganz gut. Weil ich speichere immer nicht ganz so gerne mitten in einem Part. Weil nicht, dass irgendwas mit der Aufnahme passiert oder sowas. Das ist zwar jetzt auch blöd, aber wenn ich jetzt Game Over gehen sollte, dann muss ich halt, also ich habe erst beim letzten Mal gespeichert halt beim Raumschiff. Deswegen, ich müsste da ein bisschen sehr viel neu machen. Aber wir werden schon nicht Game Over. Oder was kommt hier als nächstes? Kommt jetzt ein Bosskampf oder so? Ja, hier in dem Raum auf jeden Fall noch nicht. Aber da kommt halt einer. Ja, nee, weißt du was, ich werde sogar doch schnell speichern. Also ich nehme ja gerade auf, ne, ihr könnt mich hören, hallo, hallo, wie geht's? ihr könnt mich hören und ich nehme auf und alles, deswegen dürft schon alles passen, ich speichere schnell, weil ich will nicht Game Over gehen und dann alles nochmal neu machen müssen. Da habe ich eigentlich keine wirkliche Lust drauf, muss ich zugeben. Und deswegen, dann speichere ich das doch schnell, dürft schon alles passen. Wie gesagt, ich speichere sonst nicht so gerne immer mitten in den Parts, eben aus dem, jetzt habe ich gespeichert, ne, genau. Oder warte mal, wo ich jetzt eigentlich gerade, ich habe jetzt gar nicht auf die Energieanzeige, ach, wo ich eigentlich gerade im Gehalt überhaupt, aber ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall, ich speichere eben nicht ganz so gerne im Part, weil wie gesagt, wenn halt mit dem Part irgendwas passiert, dann wäre das halt blöd, vor allem bei einem Blind-Projekt halt, weil ich dann entweder nachkommentieren müsste oder wenn ich halt den Part komplett verschissen hätte, müsste ich halt die Gebiete nochmal spielen, obwohl ich da schon mal war. Und dann könnte ich nicht mehr, oh, ich kenne ja schon, ne? Und dann könnte ich nicht mehr blind drauf reagieren, das wäre blöd. Deswegen, vor allem bei Blind-Projekten bin ich da immer ganz, ganz paranoia irgendwie und mag es ungern, in einem Part zu speichern, aber jetzt dann ist es mir doch lieber, als die Gefahr, Game Over zu gehen, weil wie gesagt, ich nehme ja auf, es passt alles. Also, ne, schon alles in Ordnung. Okay. Also in dem Raum war jetzt irgendwie nicht viel. Der sieht zwar cool aus, aber hier ist nicht wirklich viel. Die paar Gegner da. Aber ich meine, hier sind so komische Ranken, die ich immer... Und da oben, an der Decke ist auch Lava oder auch Brengel oder sowas. Wahrscheinlich eher Brengel, denke ich mal. Dass ich aber auch nicht scannen kann. Ansonsten kann ich hier nichts machen, aber gehen wir halt weiter. Ist auch in Ordnung. Ach du Kacke, das kann ich jetzt scannen. Ja, das kann ich scannen. So, was seid ihr? Unraffiniertes Brengel läuft aus diesen Öffnungen. Extreme Kälte könnte den Fluss eventuell zum Stillstand bringen. Ja, wie gesagt, extreme Kälte und extreme Hitze. Wir brauchen endlich mal einen verdammten Beam, der zumindest eines der beiden kann. Komme ich jetzt überhaupt durch? Ja, war aber knapp. Und da, auf der anderen Seite... Was bedeuten eigentlich diese Pfeile? Wir hatten schon mal solche Pfeile.
irgendwann mal. Heißt es, dass ich. Ja, warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ich glaube, so einen Pfeil hatten wir schon mal. Warte mal, wo ist denn. Ne, nicht Brio, wo ist denn unser. Wo ist denn nochmal. Wo komme ich denn nochmal zum GFS Olympus eigentlich? Wie komme ich denn da nochmal hin überhaupt? Wie geht denn das? Wo genau war der? Bin grad für. Hier ist ein Neuen. Ich hab keine Ahnung. Wie kam ich denn da nochmal hin? Zu dem GFS-Dings. Keine Ahnung, weil da war, glaube ich, auch schon mal sowas mit zu pfeilen. Ist es nicht so, dass ich jetzt da in den Weltraum rausgeschossen werde und dann wieder woanders hinkomme oder so? War das nicht sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich will mal kurz gucken, ob ich da vorbeikommen kann. Ich denke mal nicht. Nein. Ja, Samus schreit doch nicht immer so. Das macht mir immer total Angst, wenn Samus immer so schreit. Ach man. Ja, da komme ich erst durch, wenn ich den Icebeam habe oder halt irgendwas, wo ich auf jeden Fall das Brenngeld da löschen kann. Was? Achso, okay, wenn ich da reinschieße. Ja, stimmt, macht Sinn, dann wird es auch entzündet dadurch. Und wenn ich in der Nähe stehe, nehme ich dadurch Schaden. Also ich darf jetzt hier nicht zu viel durch die Gegend ballern, das ist sehr interessant. Also Brenngeld ist schon wirklich auch eine sehr, sehr interessante Substanz, das auf jeden Fall. So, und hier noch schnell durch. Okay. Und jetzt dann gleich geht es los mit, ja, hier ist ein Boss. Also, ne, dafür wette ich alles. So irgendwie, ich meine, ja, vielleicht auch gar nicht unbedingt, weil ich meine, ich sage immer überall, ich sage immer in jedem zweiten Raum, da kommt ein Boss, da kommt ein Boss. Ich will euch scannen, verdammt nochmal. Lass dich jetzt... Mann, ey, lasst euch jetzt halt scannen. Ich sag immer in jedem... Ich will nicht das Ding da hinten scannen, ich will euch scannen. Ey, sag mal, willst du mich ver... Ich will die Dinger scannen. Verdammt nochmal. Ich sag immer in jedem zweiten Raum, dass ein Boss kommt, und das ist natürlich nicht unbedingt der Fall. Aber es ist ein großer Raum, relativ am Ende des Gebietes, deswegen, das würde ich schon anbieten. Auf jeden Fall, du bist ein Gehkäfer. Phased Panzer mit Brenngel angereichert, explodiert bei Beschuss. Gehkäfer sind Wanderinsekten, deren Schale aus organischem Phasit besteht. Der Stoffwechsel dieses Höhlensiedlers ist komplett auf die Ernährung mit Brenngel ausgelegt. So reichert sich im Laufe der Zeit kristallisiertes Brenngel am äußeren Leib ab. Dies stellt jedoch eine zusätzliche Gefährdung für den Käfer dar. Wird ein Gehkäfer beschossen, entzündet sich das Brenngel und sprengt die gesamte Kreatur auseinander. Ja, das ist auch nicht gerade. Ach Gott, ey, schön für die. Aber jetzt habe ich schon so viel Schaden hier bekommen, weil ich irgendwie die Typen nicht scannen konnte. Er ist am besten auch aus der Entfernung, oder? Ja, also okay, also wenn ich sie einmal abballere, dann fliegen sie durch die Gegend und dann nochmal abschießen und dann kann ich sie töten. Alles klärchen. So, und da hinten ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil der Part ist schon fast zu Ende, ehrlich gesagt. Und es wirkt halt hier wirklich ganz, 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 ganz stark, wie ein Bosskampf, der jetzt hier gleich auf uns warten wird. Ich kann mal noch kurz hier entlang gehen. Ich bin nicht ganz sehr, oder will ich jetzt eigentlich, will ich den Part mal... Also der Part ist schon sehr kurz jetzt, ne? Muss ich schon zugeben. Aber ja, ich meine, dafür hatten wir auch schon einen mit 38 Minuten. Soll ich den jetzt kürzer machen? Ja, nee, komm, machen wir. Komm, machen wir noch weiter. Vielleicht kommt ja auch doch kein Boss oder sowas. Ja, aber es kommt auf jeden Fall irgendwas. Cutscene auf jeden Fall mal. Was ist jetzt los? Okay. Ich hätte lieber beenden sollen, glaube ich. Das war ein Fehler. Okay, ja, erstmal wieder Kämpfe gegen Piraten. Okay, ich will aber erstmal, was ist das da? Ich will erstmal scannen. Bevor ich gegen euch kämpfe, was bist du? Faceplatte riegelt Steuerschalter. Ab Zugriff mit momentaner Erweiterung des Anzugs nicht möglich. Okay. Okay, also erstmal wieder so ein. Kampf gegen. Okay, ihr seid. Euch kenne ich schon, ne? Ja, euch kenne ich schon. Ich will, glaube ich. Ja, ich will wechseln. Ganz gerne. Auch wenn es jetzt riskant ist, natürlich, aber trotzdem. Ich will wechseln. So, na komm, ja. Okay, tot. Ich kriege auch wieder genügend Heilung von denen. Normalerweise, deswegen. Dürfte schon passen, aber genau, ich muss doch darauf achten, glaube ich, dass ich diese Phase-It, nicht Phase-It, sage ich mal Phase-It, diese Phasenkapseln nicht einsammle, während ich im Hypermodus bin, weil dann wäre ich doch nicht dadurch geheilt, oder? War nicht irgendwas? Das haben wir doch gelernt. Ich will es nochmal kurz testen. Wenn ich jetzt, oder? Aber wie viel nehmen wir? 91. Wenn ich jetzt hier dich im Phasen-Modus einsammle, also im Hypermodus. Ah nee, okay, ich werde trotzdem geheilt. Okay, alles klar. Also ich kann die, na scheiße. Ich kann die immer einsammeln, das ist kein Problem. Okay, alles klar, gut. Und es kommen aber noch mehr. Okay. Okay, Samus macht's alleine, ohne mich. Ah, und wir kriegen auch Hilfe. Sehr schön. Okay, der ist auch ziemlich mächtig, der Typ. Muss ich zugeben. Hallöchen. Na? So, ich wollte weglaufen. Was zum... Okay. Er ist also wirklich böse. Ach. Hä? Ist er jetzt? Ist mich verwirrt. Ich habe jetzt gerade... Wir haben jetzt gerade ganz, ganz kurz... Dark Rounders. Wir haben jetzt gerade ganz, ganz kurz... Jetzt kommt noch ein Bosskampf natürlich. Wir haben ganz, ganz kurz gerade Dark Samus sehen können. Wieso das denn? Okay. Rounders.
Schützender Eispanzer müsste sich entfernen lassen, solange die Zielperson in einem Benommenheitszustand ist. Okay, ich hätte vielleicht doch den Paar werden sollen, wird der halt auch wieder 40 Minuten lang, aber was soll's. So, Rundus. Die Phaseneinwirkung hat Rundus Fähigkeiten zur Eisgenerierung noch deutlich gesteigert, was ihn aus jeder Entfernung zu einem tödlichen Gegner macht. Okay. Sein robuster Panzer hat jedoch einen Schwachpunkt am Hals. Durch einen starken Ruck, okay, lässt sich die schützende Schicht entfernen und Rundus wird verwundbar. Dieser Schwachpunkt lässt sich jedoch nicht ausnutzen, solange Rundus aktiv ist. Er ist imstande, durch reine Willenskraft Eiskörper zu erzeugen und Missiles im Flug zu vereisen. Wow. Seine kleineren Projektile auf Eisbasis lassen sich durch Beschuss abwehren. Den Attacken mit größeren Eisstücken sollte man aber besser ausweichen. Es ist Vorsicht geboten, Rundus ist ebenfalls in der Lage, in einen Hypermodus überzugehen, der ihn zu einem ebenbürtigen Gegner macht. Wow. Das ist episch, dass er natürlich den auch einsetzen kann, denn alle Jäger haben das ja bekommen. Und so auch er. Das ist richtig cool. Ich will es erstmal nicht wechseln in den Hypermodus. Ich will erstmal jetzt so weitermachen. Ihr wisst ja, ich will die Bosse nicht so schnell platt machen. Und ich will auch erstmal, bevor ich mit dem Hypermodus hantiere, erstmal herausfinden, wie ich überhaupt Schaden machen kann. Der, hör auf, wo ist er jetzt? Okay. Ist gerade sehr stylisch wieder der Typ unterwegs, aber wenn er weint, bringt er auch nicht viel. Okay, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Jetzt kann ich jetzt so benommen. Zack, sowas machen und dann kann ich ihn schon treffen. Okay, ich habe aber wahrscheinlich nicht lang Zeit dafür, bevor er dann gleich wieder sein. Achso, überhaupt nicht lang. Jetzt hat er seinen Panzer schon wieder, okay. Ist er blöd? Ja, okay, ich glaube, ich habe verstanden, was ich hier. Den soll ich ausweichen. Oh Gott, ausweichen. Oh mein Gott, der kann selbst die Dinger hier zerstören. Okay, den Attacken hier soll ich ausweichen. Nein, ich wollte. Oh Mann, ey, jetzt bin ich da hängen geblieben an irgendwas. Na toll. Okay, ich glaube, wenn ich seinen Panzer eben abgezockt habe, dann sollte ich am besten in den Hypermodus wechseln. Weil ich habe da nur ganz kurz Zeit, um ihm Schaden machen zu können. Oder obwohl, ja, nee, aber nee, jetzt, ja, aber warte mal, jetzt, mich würde, jetzt gerade habe ich hier auch wieder Schaden machen können. Jetzt hat er wieder rot geblinkt. Jetzt bin ich verwirrt, aber ich meine, er hat ja doch seinen Panzer schon wieder hergestellt, oder nicht? Ja, vielleicht kann ich einfach ihm dann doch ein bisschen länger Schaden machen. Ich werde es mal einfach mal testen. Aber jetzt ist er auf jeden Fall erstmal wieder gelb, genau, also jetzt erstmal wieder seinen Panzer kaputt machen. Und dann den gleich abziehen, wenn er benommen, also erstmal benommen machen, jetzt abziehen. Und jetzt kann ich ihm wieder etwas länger Schaden machen. So. Und jetzt stellt er. Ne, er stellt ihn immer noch nicht. Okay, habe ich gerade nicht mehr einfach nur verguckt. Er kann immer noch nicht herstellen. Also ich kann ihn jetzt wirklich schon währenddessen. Oh Gott, hör doch mal auf jetzt mit dem Kack. Währenddessen dauert. Ich bleibe immer hängen an den ganzen Eiskristallen hier. Boah, Alter, ey. Die ganze Zeit. Kann ich jetzt die auch zerstören? Ah, okay, die kann ich auch zerstören. Das sollte ich machen. Weil denen auszuweichen ist nämlich viel schwieriger, als die einfach zu zerstören. Und ich kann ihn hier immer noch treffen. Und ja, lol. Hör auf. Und erst jetzt stellt er ihn gleich wieder. Ne, immer noch nicht. Ne, er hat immer noch nicht hergestellt. Ich kann immer noch Schaden machen. Aber ist gut so. Soll mir recht sein. Ich bin ja gespannt, wann er in den Hypermodus wechseln wird mal. Und jetzt hat er wieder hergestellt. Okay, ja, verstanden. Gut. Vielleicht, wenn wir ihm die Hälfte seiner Leben abgezogen haben, vielleicht wird er dann seine Phase wechseln. Ich werde übrigens, glaube ich, gleich nochmal, wenn er seinen Panzer verloren hat, ihn nochmal scannen. Weil wir wissen ja aus MP2, also hier war in MP3 war es bisher noch nie so, dass wir einen Boss mehrmals scannen konnten. Aber wo ist er denn jetzt eigentlich? Ich sehe ihn nicht mehr auf dem Radar, weiß er. Aber in MP2 war es häufig so, dass man Bosse mehrmals scannen konnte, nachdem man bestimmte Phasen aktiviert hatte. Kann ich ihn jetzt zum Beispiel? Ne, jetzt aber nicht. Okay. So, erstmal. Na komm, mach halt jetzt. Okay, sehr schön. Kann ich nochmal scannen? Ah, sehe, da kann ich. Und krieg dann einen Eintrag. Ah, okay. Wichtig. Auch hier wieder dran denken, Bosse in jeder einzelnen Phase in 1 Million Mal immer scannen. Alles klar. Eispanzer wurde entfernt. Solange Rundus keine neue Rüstung generiert, ist er angreifbar. Die Phaseneinwirkung hat Rundus Fähigkeiten zur Eisgenerierung noch deutlich gesteigert, was ihn jedoch. Das war dasselbe. Aber gab es jetzt einen neuen Eintrag? Aber gab es schon, oder? Obwohl hier aber dasselbe steht. Das ist interessant, aber ist in Ordnung. So. Ich will aber, wie gesagt, nicht in den Hyper. Ach, Mann, ey. In den Hypermodus wechseln, weil es dann zu langweilig werden würde. Was ist zu langweilig, was ist zu schnell gehen würde. Und ich will den Bosskampf hier auskosten. Auch wenn der Part jetzt dann Überlänge haben wird, aber ne, das wird hier noch nicht der letzte Part gewesen sein, der Überlänge hat. Jetzt hat er es aber wieder schnell, ein bisschen zu schnell herstellen können. Von meinem Geschmack. Ja, vielleicht will ich jetzt dann doch auf den Übermodus mal schnell wechseln, weil es jetzt zu schnell gemacht hat. Wir können mal dann gleich testen im Vergleich, wie stark der Hypermodus wirklich ist. Weil bisher haben wir den ja nur an normalen Gegnern getestet. Und die sind so oder so häufig schnell gestorben. Aber hier bei einem Boss haben wir es noch nie getestet, deswegen können wir es gleich mal machen, meinetwegen. So. Und wechseln. Ich will aber auch treffen. Na, okay, aber das ist natürlich blöd, weil ich sehe nicht die. Okay, ich habe es jetzt doch gesehen. Aber ich sehe im ersten Moment die Lebensanzeige nicht. Das dauert erst ein bisschen, bis die Lebensanzeige dann sichtbar wird. Das ist interessant. So. Bam, 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 bam. Okay, reicht erstmal wieder. Habe ich ihm genügend. Ja, oh Gott, hat es viel Schaden gemacht. Ich selber habe natürlich auch einiges an Schaden genommen. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Natürlich, aber ich glaube, genau, ich kann auch durch diese Dinger hier Heilung bekommen. Ganz schön. So, das sind also 20er. Perfekt, und da ist sogar noch mehr Heilung. Und ein blaues sind 50, ne? Ja, genau, okay, perfekt. Alles klar, wir sind wieder relativ fit. Also ganz fit zwar auch nicht, aber schon einigermaßen. Also passt alles.
Okay, danke schön für die Heilung, mein Lieber. Das hat dir jetzt nicht so viel gebracht, weil durch die ganzen Eisdinger habe ich mich sehr schön heilen können. Und du hast nicht wirklich viel gegen mich ausrichten können, weil ich die einfach kaputt machen kann. Mein lieber Randers oder Rundas, aber ich sage einfach mal Randers. Ist ja auch egal, wie man die ausspricht. Hilfe! Aber das ist aber fies, weil mich eineisen kann, der Gute. Das gefällt mir nicht ganz. Aber der Bosskampf ist auf jeden Fall sehr cool. Aber hat er bisher überhaupt schon mal den Hypermodus gewechselt? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht, wenn wir ihm seine Leben... Was macht der jetzt eigentlich? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist er jetzt gerade im Hypermodus? Nee. Weil ich meine, eigentlich, wenn er im Hypermodus ist, dann müsste es ja genauso funktionieren wie bei mir, dass wenn er schießt mit Phasen, dass er dann auch sein Leben verliert. Aber das war bisher noch nicht der Fall. Vielleicht muss ich halt wirklich erst ihm sein Leben einmal komplett abziehen und erst dann aktiviert sich seine zweite Phase, wo er dann eben auch wechseln kann. Vielleicht ist es so, keine Ahnung. Aber hör doch jetzt auf zu nerven, hey. Also ich will jetzt aber den Rest, ich mache mir jetzt keinen Schaden mehr. Warum mache ich mir keinen Schaden? Muss ich jetzt im Hypermodus Schaden machen? Oder? Ne, ich kann ihm jetzt... Hä? Ich kann ihm keinen Schaden mehr machen. Warum nicht? Scanner, hilfst du mir? Nein, ist immer noch grün. Hä? Warum kann ich ihm keinen Schaden... Was? Was macht denn der jetzt eigentlich? Alter, du bist ein bisschen verrückt, das weißt du, oder? Warum kann ich dir jetzt keinen Schaden mehr machen? Kann mir das einer von euch verraten? Oh mein Gott, was macht der jetzt eigentlich alles? Ich kann ihm nicht mal mehr mit Phasen jetzt... Warum nicht? Hä, warum kann ich da keinen Schaden machen? Aber doch, jetzt schon wieder. Oder war es einfach nur ganz, ganz wenig? Aber ich habe doch gerade eben mit Phasen auf ihn geschossen. Das hat ihm auch gar keinen Schaden gemacht. Okay. Das war jetzt seltsam. Aber er hat jetzt auf jeden Fall schon einiges Neues hinzugelernt. Diese ganzen... Ja, ist okay. Jetzt rastet er schon immer ein bisschen mehr aus bei seinen Attacken. Das merkt man hier relativ deutlich, weil jetzt viele mal auf mich zukommt. Aber warum habe ich gerade ihm eben keinen Schaden machen können? Das war seltsam. Keine Ahnung, muss ich zugeben. Aber erst wenn wir trotzdem dasselbe machen wie gerade eben, hat er trotzdem noch ganz gut geklappt alles. So, abziehen. Sehr schön. Und, mach ich ihm jetzt Schaden? Ja, okay, ich mach ihm schon Schaden. Aber nur noch ganz wenig. War das davor mehr? Habe ich eigentlich schon das Gefühl. Ich habe ja mit Phasen ihm gerade eben auch fast keinen Schaden machen können. Interessanterweise. Ah, keine Ahnung. Oh mein Gott. Wow. Er wurde... Das sah fast aus, als würde er gekreuzigt irgendwie so ein bisschen. Ja, und da ist jetzt... Was will eigentlich jetzt da Dark Samus? Okay. Warum hast du Flügel oder so? Aber neue Fähigkeit zumindest. Icebeam vielleicht? Randers eliminiert. Okay, Dark Samus hat jetzt die Energie von Randers aufgenommen. Und er, ich weiß, vielleicht hat sie davor ihm eine Gehirnwäsche verpasst, dass er jetzt gegen uns kämpft und dann, als er besiegt war, hat sie... ihn, oder halt seine Energie in sich aufgenommen, ist es noch stärker oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So. Ach nee, du bist eine... Oder? Bist du der Eis... Nee, bist du eine Super-Missile? Aber irgendwie auch, oder? Ich habe keine Ahnung. Eis-Missile. Ha. Das ist interessant, okay. Es gibt... Ja, okay, vielleicht gibt es tatsächlich in dem Spiel keine verschiedenen Beams, aber verschiedene Missiles. Und das ist quasi der Ersatz. Also es gibt dann auch eine Plasma-Missile oder halt... dann Fire Missile oder sowas. Keine Ahnung. Das ist interessant. Okay, also es gibt wahrscheinlich wirklich keine Beams, denke ich jetzt mal. Aber dafür halt dann als Ersatz, die prallen übrigens sogar ab, meine Schüsse, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Aber als Ersatz gibt dann dafür Missiles mit den verschiedenen ganzen Fähigkeiten. Also jetzt hier Eis und eine Feuer Missile oder sowas wird es dann bestimmt auch noch geben. Sehr interessant. Okay. Ich würde aber erstmal sagen, Leute, bevor wir die einsammeln, das war's hier für diesen Part von Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Und wahrscheinlich kann ich dann... Bist du auch Eis? Ne, Phase It. Ja, vielleicht kann ich dann die zerstören, wenn ich dann... hier ist übrigens auch was. Vielleicht kann ich dann die zerstören, wenn ich dann die Eismissiles habe. Abdeckung ist mit lokalen Steuerschalter von Netz öffnen, erfordert Beschuss des Schalters. Okay. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden, wie dann die Eismissiles funktionieren, wie ich dann zwischen den... Kann ich dann, was ist denn, wenn ich nach unten gedrückt halte? Da komme ich aber zu keinem Menü, aber vielleicht werde ich dann zu einem kommen, wenn ich die hier einsammle. Keine Ahnung, werden wir auf jeden Fall alles beim nächsten Mal herausfinden. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.